Es war einmal eine Stadt im Weserbergland. Heute noch in aller Welt bekannt, weil sich hier eine wunderliche Geschichte zugetragen hat. Eine Geschichte von großer Not, einem geheimnisvollen Retter, von Wortbruch und fürchterlicher Rache. Die Sage vom Rattenfänger von Hameln. Auch wir können seinem Zauber nicht widerstehen. Lassen uns von dem bunt gekleideten Spielmann entführen, von dem niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht. In einer Talaue der Weser liegt seine Stadt, Hameln. Eine alte, eine ehrwürdige Stadt, die das Ursprüngliche bewahrt hat. Architektur aus Jahrhunderten wird liebevoll gepflegt und doch pulsiert die Gegenwart. Eine Stadt voller Geschichte und voll von einer Geschichte, die alle berührt. Dem rätselhaften Verschwinden der Kinder von Hameln. Wer der Pfeifer wirklich war und wo er die Kinder hingebracht hat, danach suchen die Forscher noch heute. Ob Untergang oder bessere Welt, wer sich heute von dem bunten Gesellen über die Grenzen der Stadt hinausführen lässt, der entdeckt eine Landschaft von schlichter, sanfter Schönheit. Eine Oase der Ruhe und Erholung, reich an Kultur und Baudenkmälern. Eigentümlich wie der Rattenfänger ist der Baustil, der Hameln und Umgebung prägt. Die Weserrenaissance. Eines der schönsten Schlösser Norddeutschlands, die Hämelschenburg, wurde in dieser Variante des ernsten italienischen Architekturthemas erbaut. Als Wasserschloss der Weserrenaissance genießt sie besondere Bekanntheit. von 1588 bis 1618 wurde dieser imposante Herrensitz auf den Überresten einer Burganlage errichtet. Seither befindet sich das Schloss im Familienbesitz derer von Klenke. Kunsthistorisch bedeutsame Sammlungen und die vollständig erhaltene Einrichtung zeigen die Schlossherren gerne. Eine anmutige Landschaft mit ausgedehnten Wiesen, Feldern und Wäldern umgibt das Schloss. Intakte Natur, in der man sich wohlfühlt, in der die Seele baumeln kann. Das glänzende Band der Weser durchzieht diese Idylle und nimmt uns mit zum nächsten Ort. Hoch über dem Fluss thront an einer der schönsten Biegungen Burg Polle. Die Ruine der Grafen von Everstein lockt mit lohnendem Panorama Wanderer, Radfahrer und Wassersportler an. Aber auch kleine Märchenfans zieht es hierher. Denn hier soll einst das Aschenputtel zu Hause gewesen sein. Zum Bewegen in der Natur lädt das Weserbergland seine Gäste ein. Norddeutschlands schönste Naturschutzgebiete lassen sich zu Fuß oder mit dem Rad am besten entdecken. Kultur und Geschichte auf Schritt und Tritt. Die ehemalige Reichsabtei Corvey gilt als das älteste erhaltene Bauwerk der Region. 822 gegründet, gingen von hier wichtige Impulse für Bildung, Kultur und Wissenschaft aus. Kaiser, Fürsten, Dichter und Denker zog dieser Vorposten des Christentums, das Rom des Nordens, magisch an. Geschichte ist wie ein fließender Strom. Wasser ist Bewegung. Und so trägt uns die Weser weiter mit sich fort. Verwunschene Schlösser,
romantische Burgen. Im Land der Märchen, Sagen und Legenden gibt es sie reichlich. Im Dornröschenschloss Saberburg soll einst die schöne Prinzessin in den langen Schlaf gesunken sein. Eingebettet in die sanfte, hügelige Landschaft schmiegt sie sich an den Sonnenhang eines weiten Talkessels, Bad Pyrmont, eines der ältesten und schönsten Heilbäder Deutschlands. Mit seinem mediterranen Charme hat es in den vergangenen Jahrhunderten viele illustre Gäste aus Adel und Bürgertum angezogen. Im Palmengarten mit seiner bunten Blütenpracht lässt sich auf ihren Spuren herrlich wandeln. Wahrzeichen von Bad Pyrmont ist der Hüllige Born, die älteste und bekannteste Quelle der Stadt. In der Hoffnung auf wundersame Heilung durch ihr Wasser strömten im 16. Jahrhundert Tausende aus ganz Europa herbei. Der Glaube an Wunderheilung hat sich inzwischen gelegt. Gesund ist das sprudelnde Nass aber noch heute. Stille Wälder, in denen die Zeit stehen geblieben ist. Im Leben des Volkes haben sie immer eine besondere Rolle gespielt. Der Wald liefert Grundlagen für das Leben und die Fantasie. Wer möchte nicht glauben, dass man hier Zwergen und Elfen begegnen kann? Der Wald und das Wasser. In einem Land von so eigener Schönheit wird auch besonders Schönes produziert. 90 Meter hoch über der Weser erhebt sich das Jagdschloss von Fürstenberg und beherbergt die nach Meißen älteste Porzellanmanufaktur Deutschlands. Im Museum kann man einen Blick hinter die Kulissen der Porzellanherstellung werfen und die kostbaren Sammlungen aus 3 Jahrhunderten bestaunen. Vollendetes Kunstwerk aus weißem Gold. Zwischen Porta Westfalica mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Norden und dem vereinigenden Kuss der Flüsse Werra und Fulda im Süden liegt das sagenhaft schöne Weserbergland mit seinem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Hameln. Allen Wohlstand, alles Ansehen verdanken die Bürger dem Fluss. Heute dient er dem Vergnügen. Fortschritt und Tradition. In Hameln ist das kein Gegensatz. An historischem Ort im Pulverturm kann man ein 2000 Jahre altes Kunsthandwerk hautnah miterleben. Die Glasmacher arbeiten heute noch ausschließlich frei aus der Hand. Hameln ist eine Stadt im Märchen- und Sagenland. Ein Kleinod der Baukunst vieler Generationen. Reich verzierte Fassaden und prachtvolle Bürgerhäuser zeugen vom Fleiß und Stolz ihrer Bewohner. Eine historische Stadt. Ein lebendiges Zuhause. Farbenfroh und verspielt sind die üppigen Dekors. Masken, Schmuckleisten, Neidköpfe, ein Fest für die Augen, ein Ort zum Verweilen. Und mittendrin ist immer einer, der bunt berockt auf seiner Flöte spielt. Zu mir kam ein Mann, der von sich sagt, dass er uns helfen will und helfen kann. Wie ist er für ihn denn? Dummes Fett!
In Hameln lebt die alte Sage fort. Und wer sie sich erzählen ließ, vergisst sie niemals mehr.